Diese Fledermäuse leben in Bäumen, auch in alten Bauruinen und Türmen. Diese Schwäne, die schwimmen auf diese schöne Grasinsel. Dieses Mühlengebäude ist 219 und die Mühle steht mehr in Sonnenschatten, so viel wie die Maschinen sich drinnen drehen. Vor Jahren, wo dieses Mehl gemahlen wurde, und das Mineral dreht sich bis zum Morgengrauen, wenn das starke Wasser überflutet und alles abfluten tut und das Mehl wird gemahlen. Diese Krähe steht unter Naturschutz und sind Nutztiere und sitzen an den Bäumen, wo Ufer von der Mulde sind. Dieser Brunnen ist ziemlich tief in den unterirdischen Gang, wo diese Klosterfrau ausgerissen ist und ist dann den Brunnen rausgefüllt, wo der Gitterdeckel oben ist und ist dann über die große Klosterwiese gelaufen und ist ausgerissen, weil sie sie eingesperrt hatten.